Powerstation oder Solargenerator, Notfall-Backup-System. Es gibt 1000 Namen inzwischen für diese Dinger. Es gibt welche, die sind richtig scheiße. Ja, ich guck dich an. Und es gibt welche, die sind sehr geil. Aber eine Powerstation hat es geschafft. Eine Powerstation kann laut Hersteller alles. Sie kann dir sogar Liebe schenken. Ich habe mich auf Amazon durchgeklickt, Leute, bei dem Video. Ich musste anhalten, ich musste mir das angucken und wir schauen uns das jetzt zusammen an. Ich muss sagen, die ersten Szenen sind richtig geil, ja. Durch einen geilen, sieht aus wie fast ein verwunschener Wald, ja. Fahren sie durch mit einem dicken, fetten Jeep und ich denke mir, wo kommen sie gleich raus? Wo kommen sie gleich in irgendeiner Berglandschaft fernab von jeglicher Zivilisation an? Vor allen Dingen, weil da steht, eine lang geplante Flucht. Ja, geile Landschaft, gar keine Frage. Und dann lass uns doch da hinten mit unserem dicken, fetten Jeep auf dem 1 cm Camping rasen. Weißt du, aber die haben Offroad-Reifen drauf, mit denen du glaubst, die würden damit gleich so einen Berg hochcrawlen. Aber die lang geplante Flucht endet noch nicht. Reached your destination. Ah. dieser Gesichtsausdruck so. Ah, endlich. Fernab von jeglicher Zivilisation. Und das Erste, was ich mache, ist in die Kamera gucken. Das sind doch Plastikbottles, Alter. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Das ist genau wie bei der Werbung für Rasierer. Es muss immer eine Frau am Ende kommen, die so über das Gesicht streicht und sagt, oh, du bist so attraktiv. Nur halt mit einer Powerstation. Boah, ist ja geil, ey, das hab ich ja noch nie gesehen. Und dann so ein richtig typisches Perukaville-Festival-Zelt, was du einfach nie benutzen würdest. Und auch wirklich auf dem Campingplatz. Wenn du so ein Ding verkaufen willst, dann zeig doch mal, wie man das benutzen kann, wenn man sonst keinen Strom hat. Wenn ich sehe, dass außerhalb von der Kamera garantiert 10 Steckdosen sind, weil es ein Campingplatz ist, dann wird das leicht unglaubwürdig. Scheiße. Ich drücke auch immer so auf meinem Laptop rum, wenn ich sehe, dass der Akku leer ist. Vielleicht geht er ja trotzdem an. Oh, wenn die Sonne untergeht. Pass auf, jetzt kommt Licht natürlich, ne? Ah. Ey, das erinnert mich an Cold Mirror beim Harry Podcast. Das kaufen wir nicht! Ich frag mich ja, was Harry eigentlich für eine Sehschwäche hat. Die Dursleys müssen mit ihm ja irgendwann mal beim Optiker gewesen sein, um das zu testen. Und dann haben sie ein Brillengestell gesehen, was der Gesichtsform eines kleinen Jungs schmeichelt und halbwegs modern und nett aussieht. Und haben sich dann lächelnd angeguckt und gesagt, das kaufen wir nicht! Dieses... Ich muss ja den Gesichtsausdruck nochmal angucken. Wow! Lichter! Die bringt mir glückliche und exklusive Momente. Was wir hier haben, ist ein Beamer. Das ist richtig tatsächlich cool. Du kannst im Wald einen Beamer benutzen mit so einer Powerstation. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Yes! Zeig mir die Moves! Oh! Unlocks Romance. Da haben wir's, Leute. Mit dieser Powerstation schaltest du Romantik frei. Okay, kommt noch mehr? Oh, unlimitierte Möglichkeiten mit dieser Powerstation. Oh Mann. Also wisst ihr, tatsächlich ist die gar nicht mal so übel, die sie da haben. Die kann 3000 Zyklen geladen und wieder entladen werden, also weil die eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie hat. Ist richtig geil, ist genau wie diese hier und die beiden. Und die lädt mit 100 Watt über Solar, das ist auch recht fix. Ist selber auch für einen Zigarettenanzünder, ist also sehr, sehr geil, wenn du sie mal mitnehmen möchtest. Also ist schon nicht verkehrt. So, das Video ist einfach absolut over the top, you know? Es ist ein fetter Akku, den du mitschleppen kannst, wenn du Bock drauf hast. Und das ist ja auch geil, aber das... Unlocks the Romance. Ich find's einfach nur lustig. Also zusammen mit einem Solarpanel bist du dabei 420 Euro. Jetzt mit den Deals, die momentan auch noch aktiv sind, wird's noch weniger. Bist du unter 400? Es ist geil. Der Link ist in der Beschreibung. Aber das Video ist einfach nur lustig. Das wollte ich mit euch teilen. Und das war's auch schon. Ein kurzes Video. Vielleicht hat's euch Spaß gemacht. Ich fand's auf jeden Fall lustig. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Muffin auf. We'll be right back.